Der Tabellenführer SSV Ulm ist im Kalenderjahr 2024 noch ungeschlagen. 6 Siege und 4 Remis. Dazu seit 5 Spielen ohne Gegentor. Eine Monster-Auswärtsaufgabe für Pavel Dotschev und den FC Erzgebirge Aue. Die schwimmen im Drittliga-Mittelfeld, haben wahrscheinlich keine Chance mehr auf den Aufstieg. Aue in Lila im ersten Durchgang von rechts nach links. Von Beginn an super in der Partie. 3. Minute. Kilian Jakob. Eine erste kleinere Prüfung für Christian Ortak im Ulmer Kasten. Knappe 20 Minuten vorbei, Fehler Stefaniak und dann die Ulmer ganz fix in Richtung Cessa, der mit der Möglichkeit und Hiegel auch noch mit einer, aber der doppelte Martin Menne verhinderte die Heimführung in der 17. Minute. Ulm tat sich schwer im ersten Durchgang, kam eigentlich nur zu Chancen nach Fehlern der Auer. Hier gab es also einen, Doppelchance, nichts war's. Mitte des ersten Durchgangs. Eckstoß für die Gäste. Stefaniak, der Mann für die ruhenden Bälle. Und hier kommt Barilla. Schönes Ding, aber kein Problem für Ortak. 6 Minuten vor der Pause. Freistoß für die Ulmer. Dann wurde es chaotisch. Und auf einmal stand Max Brandt frei. Das 1:0 in der 39. Minute. Das 2. Saisontor und das 2. Profitor für Max Brandt, der hier alle Freiheiten hatte, nachdem es wirklich chaotisch zuging nach diesem Freistoß. Die letzten 3 Ulmer-Treffer vor diesem Spiel nach Eckstößen, jetzt also nach Freistoß. 0:1 aus Auer Sicht zur Halbzeit, trotzdem frohe Ostern, auch ins Erzgebirge. Die Ulmer dann mit einem guten Start in den 2. Durchgang. Jetzt gleich das kongeniale Duo, Cienza für Cessa. Immer wieder diese Kombination. Martin Mendel ist dran. Top herausgespielt, guter Abschluss, sehr gute Parade. Nur 3 Minuten später auf der anderen Seite. Auch die Gäste mit einem wirklich guten Auswärtsspiel. Stefaniak. Irgendwie mogeln sie sich da durch. Und dann ist Danhoff frei. 1:1, 50. Minute. Er verdient den Ausgleich für die Auer. 5 Minuten nach der Halbzeitpause. Tim Danhoff, der war die letzten beiden Spiele verletzt. Heute kam er zurück und durfte direkt treffen. Kein Abseits. Das hob der Ulmer Spieler am 5-Meter-Raum auf. Maximal gleiche Höhe, deswegen ein korrektes Tor von Tim Danhoff zum 1:1 Ausgleich. Wieder alles offen im Ulmer Donaustadion vor gut 11.000 Zuschauern. Gute Stunde vorbei und die Auer hatten jetzt Blut geleckt. Die wollten den Auswärtsdreier, holten sich die Kugel in der gegnerischen Hälfte. Das ist Pepic und da hinten ist Stefaniak, das 2:1. Nein, Tatsache, nicht das 2:1 für Erzgebirge Aue. Wie kann er denn den nicht reinmachen? Weiß er wahrscheinlich selber nicht, wird er heute Nacht von träumen. Das wird kein schöner Traum. Weiterhin unentschieden also zwischen Ulm und Aue. 71. Minute. Das nächste dicke Ding, aufgepasst. Ortak fischt den aus dem Eck. Wir müssen gucken, war es ein Handspiel von Strumpf, der Blondschopf in der Mitte? Ja, es ist ein Handspiel, aber er schießt sich selbst an, deswegen ist es nicht strafbar. Ortak zaubert den dann aus dem Eck. Viertelstunde vor dem Ende. Wieder die Auer. Der eingewechselte Bär kommt hier an die Kugel und an die Latte damit. War gerade mal 5 Minuten auf dem Feld. Auch er war krank und nicht dabei bei den letzten beiden Spielen. 2 Minuten jetzt schon vor dem Ende. Aue mit mehr Spielanteilen insgesamt, aber relativ ausgeglichen diese Partie. Marcel Bär nochmal mit einer Chance und tatsächlich noch mit dem 2:1-Treffer. 88. Minute. Das 13. Saisontor von Marcel Bär, das ist einfach ein Torjäger. Kein Abseits, hier wunderbar zu sehen. Ortak kam dann zu spät. War das jetzt der Auswärtssieg und die erste Niederlage für den SSV Ulm im Kalenderjahr 2024? Das war die Frage. 5 Minuten Nachspielzeit, davon schon fast 4 vorbei. Der eingewechselte Jan schleudert den rein, dann wird es ganz unübersichtlich. Jabru und dann Castanaras. 90 plus 4, tatsächlich noch der Ausgleich. 2:2, die Ulmer schlagen zurück auf den allerletzten Drücker. War das denn jetzt Glück oder war es der Wille beim SSV Ulm? Das ist die Frage an den Chefcoach nach dieser Partie. 2:2 der Endstand. Thomas Wörle, Glück oder Wille? Ja, von allem ein bisschen, denke ich. Wir haben ja geführt und haben dann letztendlich das Spiel dann so aus der Hand gegeben, weil es der Gegner einfach auch echt gut gemacht hat. Das muss man schon anerkennen.
Und dass wir dann hinten raus nochmal zurückkommen, ist natürlich immer glücklich, wenn es hinten raus so spät ist. Aber ich glaube, wir haben es uns schon auch verdient, weil wir schon sehr, sehr viel investiert haben. Wir haben das Spiel richtig dominiert, wir haben gut angelaufen, unser Matchplan ist super aufgegangen. Wir haben 2-1 geführt und durch so ein Tor kurz mit dem Abpfiff, natürlich ist es eine gefühlte Niederlage, aber ich denke schon, dass wir heute gegen Spitzenmannschaft uns von unserer besten Seite präsentiert haben und finde ich schade, dass wir nicht geschafft haben, uns zu belohnen. Der Dämpfer für den SSV Ulm. Die Tabellenführung ist erstmal weg nach diesem 2:2 gegen den FC Erzgebirge Aue. Trotzdem, sie bleiben weiter ungeschlagen in 2024. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.